Hallo Freunde, bevor das Video anfängt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben für mich da zur Unterstützung. Falls ihr mir noch nicht folgen solltet, abonniert mich doch bitte kurz. Ich würde mich riesig freuen. Nun viel Spaß mit dem Video. Es war ein normaler Wochentag. Wenn Sie es genau wissen wollen, das war ein Donnerstag, letzte Woche. Da am Abend, Sie können sich sicherlich erinnern, da war es doch sternenklar. Der Sichelmond leuchtete über uns alle hinweg. Der Mann im Mond wachte über Sie und mich. Und ich zog, bevor ich mein winziges Häuschen verließ, eine alte Jacke an, die meinem Vater gehörig war, er sie mir allerdings vor 3 Jahren vermachte. Es war eines der wenigen Stücke, die mir mein Vater vererbte. Neben der Jacke war eine Schachtel Zigaretten, obwohl ich Nichtraucher war, und ein Gemälde von einer Uhr. Er hatte sie gezeichnet. Somit war sie nutzlos, denn sie konnte mir nur die Zahl 11 und 3 anzeigen. Beide Dinge hatte ich in der alten Jacke liegen lassen, und jene liegen nun vor Ihnen. Ich war mir nicht bewusst, dass sie in der Jacke waren. Das hatte ich gar vergessen. Von ihrer Existenz, meine ich. Es war also abends, 22.30 Uhr, und die Temperatur lag bei 8 Grad Celsius. Ich hatte das nochmal an meinem Telefon gecheckt, bevor ich es dann ausgeschalten hatte. Ich verließ mein Haus und stand auf der weiten Straße, und jetzt beginnt das Unheimliche und weswegen ich heute hier bin. Ich spazierte erstmal die weite Straße entlang, und plötzlich habe ich eine Art Kraft auf mich gespürt, als hätte jemand seine Hand auf meinem Haupt gestützt und versuchte, mich unter Wasser zu drücken. Ich blickte folglich nach oben, und da war niemand, wie Sie sich bestimmt denken können. Es drückte irgendwie genau auf meinem Schädel, und ich wollte versuchen, einfach weiterzugehen. Was ich denn überhaupt draußen wollte? Nun, ich gehe gern spazieren. Dann, wenn es kühler ist. Das habe ich mir so angewöhnt. Ansonsten kann ich nur sehr, sehr schwer einschlafen und träume recht schlimm. Nun, ich wollte erst einmal zur Bibliothek. Doch dann wurde es immer wirrer und wirrer. Eine Stimme nahm ich wahr. Sie klang alt und vermodert. Ich konnte beim besten Willen den Inhalt nicht verstehen. Denn aus einer Stimme wurden rapid 2, daraufhin 3, 4 und dann Dutzende, Hunderte. Ich hielt meinen Kopf. Eine Träne kullerte mein erstarrtes Gesicht hinab. Mein Herz schlug empor. Ich konnte nicht mehr klar denken. Die Stimmen, sie wurden lauter. Und mit einem Schlag war es stille, ruhige Nacht. Ich atmete erleichtert auf, ging in die Hocke, um innezuhalten. Und dann sah ich eine Hand, welche das
Apothekengebäude besaß. Wie ich das meine? Sie kennen ja die Tore und die ganzen Gitterstäbe vor der Apotheke. Diese bildeten lange, krallenartige Hände. Die Apotheke begann nach mir zu greifen und ich begann zu rennen. Nein, raste die Innenstadt entlang. Während meine Beine mich trugen, bemerkte ich, dass die Häuser immer größer und größer wurden. Aus normalen Häusern wurden Hochhäuser. Ich empfand immer, immer mehr Panik. Ich wollte, während ich flog, meine Medikamente zum Beruhigen herauskramen, doch sie verhedderten sich in dieser alten Jacke und sie rutschten zu Boden und waren für mich nicht mehr erreichbar. Ich hatte keine Luft, um zu flüchten, weshalb ich weiter zischte. Die Häuser waren so riesig und ich so klein. Ich rutschte auf einem Demopapier aus und fiel in ein Meer. Ja, der Himmel wurde rot, leuchtend rot, und schwarze Fichtenblätter flogen durch die Luft. Das Wasser unter mir trug mich und drohte mich zu ertrinken. Doch ich atmete, da ich ja Luft brauchte und sie dann auch merkwürdigerweise bekam. Ein Vogel schwamm im Wasser und die Axolote flogen. Ich wollte mitfliegen, doch etwas hielt mich zurück. Ich hörte lautes Kreischen, das einer Maschine, und Glas splitterte unter dem Meer, das von Flaschen und Weinen. Zuletzt wurde ein gigantischer, schwarzer Schleier zugezogen, und ich hörte, wie ich laut zu lachen begann. Und ich applaudierte. Ich zerriss meine Klamotten und riss meine Augen heraus und begann mit ihnen zu jonglieren und Wake Me Up zu pfeifen. Danach wachte ich schweißgebadet auf. Der Chefarzt nickte und beendete seine Notizen, fasste daraufhin zu seiner Brille und klappte sie zusammen. Was wollen Sie nun von mir hören? Bin ich krank? Der Chefarzt erhebte sich von seinem Stuhl und stand jetzt vor dem geöffneten Fenster des 13. Stockes. Nein. Sie können zur Arbeit gehen.